man das jetzt mal alles durch. Ne? Zumindest haben wir auch eben drüber gesprochen, weiß man jetzt mal, wie dann auch alles funktioniert. Ne? Also 112 kann man auf jeden Fall anrufen. Man kann sich dann erkundigen, was man dann im Notfall machen kann. Ich glaube auch, die sprechen Englisch. Ich glaube, das kann man auch am Anfang angeben, ob man Englisch sprechen will oder eben Türkisch. Aber wisst ihr, ich frage mich immer, was ist denn mit Menschen, die das nicht können, ja, die weder Englisch so gut können, noch Türkisch. Das ist doch eigentlich Katastrophe in so einem Fall, oder? Naja, jedenfalls, Alhamdulillah, haben die mir dann Auskunft gegeben, haben aber gesagt, dass sie nicht mit dem Krankenwagen kommen in so einem Fall. Ja. Naja, und dann weiß man schon mal so, Taxi kann man auch anrufen dann. Und die Fahrt nach Alanya im Gelblatt-Krankenhaus hat 425 Taler gekostet. Das weiß man dann auch. Das sind, wie gesagt, so 12 Euro, 13 Euro oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn es tagsüber ist, wo dann ja auch noch Verkehr ist, ob das dann teurer wird. Aber nachts ist es eben total leer. Und er ist auch gut gefahren, also. Jetzt einmal Kamillentee, Wasser und Brot kann ich nochmal nehmen, vielleicht Weißbrot. Zwiebeln haben die leider ja nicht in der Türkei, glaube ich, vielleicht bei Migros, aber hier nicht. Gut, rein ins Vergnügen. Vielleicht sollte ich lieber abgepackt kaufen, weil offen, es geht ja um hier, ne? Nimm noch mal einmal das. Ist auf jeden Fall ausreichend. Я пожим да билет сам. Das ist alles nicht so nach meinem Geschmack. Mich, ne? Alles nicht so meins, leider. Naja. Nee, das wird mir zu schwer jetzt. Frau. So, noch ein Mensch.
aber es gibt leider kein, was ich gerade suche, Rese, also Fencheltee gibt es hier nicht. Leider. Kuschbonner sehe ich auch nicht. Naja, egal. Was esse ich heute? Ich muss auch nicht so wirklich irgendwas, muss ich ja auch essen, ne? Vielleicht brauche ich ein paar Nudeln. Ich will denen aber nicht mit dem Geruch auf die Nerven gehen, deswegen, das riecht ja leider. Das ist immer der Nachteil, wenn man keine Küche hat, sondern immer alles, wenn alles so zusammen ist. Das ist dann immer der Nachteil. Ich glaube, mehr nehme ich jetzt auch nicht, weil... ja. Kolonia wollte ich noch nehmen, genau. Jetzt hier auch nicht wirklich was ich wollen würde. Kohle haben wir jetzt in dem Dreierpack, ja auch schon mal nicht schlecht. Kann ich mal mitnehmen. Salzstangen würde ich gucken nochmal. Das sind glaube ich Salzstangen. Fertig. Ich zieh noch den Berg wieder hoch. Ist wieder Regenpotenzial. Wäre vielleicht ganz gut, dass das Feuchte weggeht. Mal so richtig die deutsche Kälte, das würde gut schon, dann würde auch es einfach besser gehen, wenn man so an der frischen Luft sitzen könnte, ne? Müssen wir das Klima anmachen, was natürlich auch nicht so angenehm ist. So, ich gehe jetzt ganz als erstes nochmal die Hühner füttern, bevor die schlafen gehen. Dann noch mal Wäsche waschen.